Es hat ein Weilchen gedauert, aber nach mehreren Jahren Umbau und Sanierung gehen die Türen nun auf. Nach der Modernisierung präsentiert sich die Jugendherberge Nürnberg als modernste in Europa. Die Küche ist auf dem neuesten Stand, der Bistro-Bereich hat den Charakter einer modernen Bar. Neue Zimmer gibt's auch. Insgesamt 18 Millionen Euro sind investiert worden. Albrecht Rau ist für uns heute vor Ort. Und Albrecht, wie lebt sich's denn auf der Kaiserburg? Na wunderbar lebt sich's auf der Kaiserburg, besonders jetzt nach dem Umbau. Wir sind jetzt hier quasi im Herzen und wir kommen genau richtig, denn seit 17.30 Uhr ist die Küche geöffnet. Und Ilse Deppner und Petra Übel haben heute gekocht. Es gibt heute, weil Aschermittwoch ist, natürlich Fisch. Pangasius mit Kartoffeln und Gemüse. Und wie Sie da hinten sehen, im Wok wird das alles frisch zubereitet. Da legt man größten Wert drauf, dass die Gäste hier auch gut versorgt werden und natürlich auch gesund versorgt werden. Wir wollen Sie mal ein bisschen durchführen, denn hier hat sich wahnsinnig viel getan. Und es ist wirklich eine Einrichtung geworden. Da kann man sich alle Finger danach ablecken. Hier haben wir beispielsweise die Salatbar und nebenan gibt es dann auch noch einen Nachtisch. Das Essen übrigens kostet hier 6 Euro. Wenn man es vorher bucht, 5,20 Euro. Also wird ein bisschen günstiger. Aber für 6 Euro kann man sich satt essen. Ist nicht so, dass man nach einem Teller aufhören muss. Hier ist bis zum Abwinken Verköstigung angesagt. Und nicht nur essen, sondern auch trinken. Wie man das in den Jugendherbergen kennt, Tee, Kaffee, Wasser gibt's alles kostenfrei, ist im Preis mit dabei. Die ersten Gäste sind seit heute da und wir wollen doch gleich mal zu Ihnen vorstoßen. Darf ich Sie mal kurz beim Essen stören? Sie haben die Zimmer schon gesehen, wie gefällt es Ihnen hier? Sehr gut. Und wie ist das Essen? Auch lecker, bisher habe ich nur Salat, aber ich freue mich schon auf den Fisch und es sieht auch nicht schlecht aus. Lecker. Lecker, na, das freut uns doch. So, dann wünschen wir noch guten Appetit. Wollen wir Sie nicht länger stören. Insgesamt 170 Plätze gibt es hier im Speisesaal. Der nennt sich zwar noch Speisesaal, sieht aber eher ein bisschen aus wie ein Gewölbe auf einer Burg. Die Lampe da oben erinnert mich ein bisschen an die 70er Jahre, aber alles so gehalten in rustikal und modern. Und hier haben wir ein Paar aus Stuttgart, ja, ich sag's Ihnen vorher, weil falls Sie die Damen und den Herren nicht so gut verstehen, also Sie kommen aus dem Ländle. Sie sind aber alte Jugendherbergsgeher. Was haben Sie für einen Eindruck hier? Das ist richtig, wir sind also schon in vielen Jugendherbergen gewesen und die da, die ist natürlich eine absolute Wucht. Also die ist so schön, dass man schon fast noch ein paar Nächte ranhängen möchte. Wir sind im Sommer immer im Campingwagen unterwegs, im Winter machen wir Städtereise und jetzt Nürnberg ist wirklich ein Erlebnis. Und wie gefällt es Ihnen? Also ich bin ganz begeistert, vor allem über das Raumklima hier, dass in den kalten Wänden, die dicken Mauern, dass es so heimelig hier ist, das ist wirklich gelungen. Wie lange werden Sie da bleiben? Ja, so wie es aussieht, bis am Freitag, aber ja, wir werden mal sehen. Gut. Vielen Dank, wünschen wir Ihnen einen schönen Aufenthalt und wir schauen mal rüber zu Sigrid Natterer. Sie ist die Chefin hier im Hause. Wenn man das alles so sieht, sieht mehr aus wie ein 3- oder 4-Sterne-Hotel. Was steckt da für ein Konzept dahinter? Also das Konzept ist, dass wir unseren Gästen Häuser zum Wohlfühlen bieten wollen und da gehört eben auch dieser zeitgemäße Standard dazu, den wir hier hervorragend schaffen konnten. Also Wohlfühlen ist angesagt hier, ne? Wohlfühlen ist angesagt und es passt auch zu unserem Markenkern Gemeinschaft erleben. Man fühlt sich in den Räumen wohl, die Gemeinschaft kann erlebt werden. Also das ist alles sehr, sehr stimmig geworden. Jetzt wollten wir natürlich wissen, wie war es früher, wie ist es heute? Wir haben da ein paar Bilder und zwar von den Seminarräumen, wie es früher war. Alles offen, gut, natürlich nicht mehr ganz so modern. In welche Richtung wollte man da gehen? Also damals waren es einfach Aufenthaltsräume für Schulklassen, wo sich die Schulklasse zurückgezogen hat. Und heute gehen wir eben hin zum modernen Tagungsraum, wo eben Tagungen mit Jugendlichen abgehalten werden können. Und auch unser Bildungsprojekt dann durchgeführt wird. Die Zimmer haben sich auch verändert. Also in den Gängen sieht man, überall gibt es Sitzgelegenheiten. Und in den Zimmern, da findet man sie aber schon noch, die Stockbetten. Die Stockbetten, die finden wir noch. Gerade in unseren 6-Bettzimmer haben wir natürlich unsere Stockbetten, die zu uns gehören. Dann haben wir aber auch die alle Zimmer, Dusche, WC. Wir haben die 2-Bettzimmer, wo die Betten auch nebeneinander sind. Und wir haben ganz modern und neu 6-Bettzimmer mit 2
Doppelbetten und dann haben wir die Stockbetten noch dazu. So kann sich auch die Familie wohlfühlen. Wenn man das jetzt sieht, also auch behindertengerecht muss man sagen, man kommt also in die Zimmer auch mit Rollstuhl rein. Wenn man das so ansieht, kann man das noch bezahlen? Das kann man bezahlen. Schulklassen haben einen Preis von 26,50 Euro. Die Familien zahlen zwischen 28 und 32 Euro. Und das Einzelzimmer kostet bei uns ca. 45 Euro. Ich glaube, es ist noch sehr gut bezahlbar. Gut, Frau Natterer, dann schauen wir mal eine Station weiter, nämlich in den Eingangsbereich. Und hier im Hintergrund sehen Sie den Bistro-Bereich. Da ist übrigens die Bar bis abends um 23 Uhr geöffnet. Also man kann hier auch nette Abende verbringen, ist dann natürlich auch so gedacht, dass man zusammensitzt, dass sich jung und alt miteinander beschäftigen, um es mal so zu sagen. Wenn wir das jetzt hier ansehen, sieht eher aus wie in einem Hotel. Wer kann denn hier überhaupt einchecken? Hier kann jeder einchecken. Unser Junior, der Gast über 27, die Familien und natürlich Schulklassen und Gruppen. Muss ich da Mitglied im Jugendherbergswerk sein oder kann ich auch einfach so bei Ihnen vorbeikommen? Nein, bei uns, wenn man bei uns übernachtet, muss man Mitglied sein. Man kann die Mitgliedschaft bei Anreise erwerben. Das ist alles problemlos machbar. Haben Sie schon einen Test gewohnt hier im Zimmer? Ja, ich gebe es zu, ich habe schon mal ausprobiert, wie es ist, ob alles praktisch ist. Weil man sich einfach vorstellt, sind die Haken so angebracht, wie man es benötigt. Es ist alles sehr, sehr gut und alles sehr praktikabel nutzbar. Gut, dann wünschen wir Ihnen auf alle Fälle viel Erfolg in der Zukunft. Heute ist ja der erste Tag. Vielen Dank, Frau Natterer. Und Sie möchte ich jetzt noch in einen Bereich entführen, der zum Verweilen einlädt. Hier haben wir Kuschelecken, um es mal so zu sagen. Man kann sich also einen Kaffee, einen Tee, ein Wasser oder ein Bierchen nehmen und kann sich hier zusammensetzen und ein bisschen miteinander kommunizieren. Übrigens hat die Jugendherberge auf der Kaiserburg in Nürnberg mittlerweile schon fürs Jahr 2013 35.000 Übernachtungen angemeldet. Und das Ziel der Betreiber und auch das Ziel von Frau Natterer ist, dass man die 65.000 voll macht im Jahr 2013. Also ich muss sagen, ich habe einen wahnsinnig guten Eindruck. Also so eine Jugendherberge habe ich nicht gesehen. Ich kenne sie aber, muss ich sagen, aus früheren Zeiten. Da waren noch 6, 8 Betten, so Metallrohre, Doppelstockbetten in den Jugendherbergen gestanden. Das hier in Nürnberg ist was komplett anderes.